Die Zeitung Ökotest hat zurzeit einen sehr interessanten Artikel, in dem sie 50 verschiedene Pilzsorten getestet haben. Wenn ihr was dazu wissen wollt, bleibt dran. Herzlich willkommen zum Knöllspielkanal. Heute ein kurzes kleines Video, nur zur Information. Die Zeitung Ökotest hat 50 Pilzsorten getestet aus Deutschland. Pilz ist das beliebteste Bier der Deutschen. Und das Ergebnis ist sehr interessant. Ich verlinke den Artikel mal unten, könnt ihr euch selbst durchlesen. Ich wollte nur so ein paar Sachen dazu sagen. Ich fand es doch lesenswert. Von diesen 50 Pilzsorten haben 28 die Note sehr gut bekommen, 17 die Note gut, 3 Note befriedigend, aber auch einmal mangelhaft und sogar einmal ungenügend. Dazu gleich ein bisschen mehr. Es wurden verschiedenste Pilzsorten getestet, von ganz großen, sehr bekannten Namen findet man da alles, aber auch sehr kleine, relativ lokale Pilzsorten. Insgesamt wurden die Pilze, die Biere alle sehr gelobt, aber es gab eben auch ein paar Kritikpunkte. Ein paar hatten wohl Fehlnoten drin, die nicht zum Pilz passen oder sogar den Bierstil Pilz verfehlt hatten durch diese Fehlnote. Sehr interessant. Manche hatten falsche Farben, die nicht zu Pilz passen. In einigen hat man Spuren von Glyphosat gefunden. Naja, Glyphosat ist, es gibt Grenzwerte dazu in der EU. Nun muss man aber auch sagen, es gibt mittlerweile Hinweise darauf, dass Glyphosat doch möglicherweise krebserregend sein kann. Deswegen hat es natürlich im Bier auch nichts verloren. Hat Ökotest natürlich kritisiert. Das Interessanteste und wohl wahrscheinlich auch Schlimmste ist, allerdings in einem Bier, das ist das ungenügend, hat man Milchsäurebakterien gefunden, die definitiv in einem Pilz nichts verloren haben. Es gibt Biersorten, da sind Milchsäurebakterien durchaus erwünscht, aber eben nicht beim Pilz. Und das hat halt eben auch zu Fehlnoten geführt, sodass man dieses Bier sehr abgestraft hat. Ich fand es interessant. Lest euch den Artikel gerne mal durch. Sagt mal was dazu, was ihr denkt. Ist Pilz auch euer Lieblingsbier? Schreibt es in die Kommentare und lasst mir ein Abo da. Und das war nur ganz kurz für heute. Bis bald.